Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. So, hier haben wir einen weiteren namenlosen Piraten in dieser alten Taverne und sonst irgendwie... Ey, Flynn! Na? Kennst du einen Piraten namens Griffith? Ja, der ist vor kurzem hier gewesen. Hat seine Klamotten gegen ein paar Goldmünzen eingetauscht. Aber ich sag dir, das Zeug riecht so streng, das lockt mir nur die Ratten an. Tu mir also einen Gefallen und schaff das Zeug hier raus. Sieh dich im ersten Stock des Lagerhauses um. Da liegt es gut verschnürt als Paket. Ah, perfekt. Dankeschön für den Tipp. Da werde ich doch bei Gelegenheit mal rangehen. Silberzunge 30 derzeit. Da geht doch mehr. Ich habe doch hier Silberzunge plus 10. Plus 5. Verdammt, mir fehlen immer noch 5 Punkte. Dann wäre ich auf dem richtigen Wert, ne? Ne, warte mal. Oh, mir fehlen noch 10 Punkte. Ach Gottchen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Naja, egal. Kommt Zeit, kommt Rat, wie man so schön sagt. Und Zack, du bist auch zufrieden? Ja, ja, sehr schön. Punkte steigern kann ich hier noch nicht. Mir fehlt noch einiges an Ruhm, leider. Schade drum. So, Spencer, von dir brauchen wir ja soweit... Warte mal, du siehst aus wie dieser... Ist das nicht derselbe von damals? Ich erkenne das Gesicht wieder. Aus Risen 2. Hey, du alter Haudegen. Lässt du dich auch endlich mal hier blicken? Die ganze Stadt geht vor die Hunde und du tingelst in der Weltgeschichte herum. Admiral Alvarez will dich sprechen. Ja, ja. Da war ich schon. Erzähl mir mal lieber, was in deiner Kneipe so los ist. Ach, ein paar herumhängende Geigen hier, ein paar versoffene Schweine da. Alles wie immer. Ach ja? Natürlich nicht. Guck doch mal nach draußen. Die Hölle bricht über uns herein, Mann. Klingt ja fast beruhigend. Aber auch nur fast. Aber erzähl mal ruhig ein bisschen mehr. Was gibt es Neues? Hey, das ist Antigua. Hier gibt es immer etwas Neues. Was genau willst du wissen? Wie ist es dir beim Angriff der Schergen ergangen? Hab Schwein gehabt. Die Taverne bietet einen guten Schutz. Auf Dauer würde uns hier zwar die Puste ausgehen, aber so schnell kriegen die uns nicht klein. Aber die anderen hatten wohl weniger Glück. Hab von Flynn seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr gehört. Hoffentlich hat er sich im Lagerhaus verstecken können. Und was Emma angeht, da können wir wohl jede Hoffnung begraben. Denn der Oststrand wurde mit als erstes überrannt. Ich würde ja selbst nach ihr sehen, aber mich kriegen hier keine 10 Oger weg. Ja, ja, wir müssen eh noch an den Oststrand. Da sind die letzten Höllenhunde, die uns noch fehlen. Von daher, das ist mal eine interessante Frage. So gut bin ich auch nicht. Ja, mir fehlt noch ein Schüchtern. Verdammt. Was kann ich eigentlich? Zufälligerweise ein paar magische Kristalle auf Lager? Magische, was? Mit sowas kenne ich mich nicht aus. Am besten guckst du mal ins Lagerhaus oder fragst den Admiral. Alles klar. Okay, na gut. Flynn, geht's gut? Ah, das freut mich zu hören. Ist den Biestern wohl entwischt, was? Leider nein. Weglaufen konnte er nicht mehr. Was? Sie haben ihm doch nicht etwa die Beine... Beruhig dich. Die Dinger sind noch dran. Er war in einer Art magischen Barriere gefangen. Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt. Aber danke für die Nachricht. Ach, dafür nicht. Kein Problem. Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken. Hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Ha! Aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Ich soll ihm seinen Goldbeutel bringen. Wenn der Lump seinen Beutel wiederhaben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja geben. Nein. Wenn ich das tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ganz billig wird das aber nicht. Will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. Na super. Wegen Griffith Goldbeutel. Taschendiebstahl 50 habe ich nicht, Silberzunge habe ich auch nicht und 150 Gold? Warte mal, Silberzunge 40 habe ich. Was will jemand wie du schon damit anfangen? Naja, ich könnte... Also, wenn ich es mir recht überlege, Na, siehst du? Ah, schön, du hast gewonnen. Hier, nimm das Teil. Na, super, da haben wir es also. Sicht?
So, gib mir was von deinem Zeug, bitte. Ja, ich brauche definitiv Grog. Ganz viel eigentlich sogar. Das war jetzt zwar teuer, aber das war auch nötig. Rezept für Fusel. Es war nur der billige Fusel, aber naja. Billiger Fusel, aber er wirkt. Habe ich noch ein paar Sachen zu verkaufen? Ja, hier, das Pansel, das dreckiges Meisterschwert, kann er wieder haben. Hier, die Wurfmesser sind sogar schlechter als die Wurfdolche, von daher nimm die beiden Wurfmesser mal. Die Piratenbüchse werde ich nicht benutzen, den Kramschicher behalte ich noch, für den Fall, dass ich meinen Degen wirklich abgeben muss. Was ich wahrscheinlich auch muss, um diese Quest abzuschließen, was mich immer noch ein bisschen ärgert, wenn ich ehrlich bin. Dieser Matrosenring mit den Dolche plus 5 interessiert mich jetzt herzlich wenig. Kristallring ist schon eher was später, vielleicht hätte ich ja Kristallmagie irgendwann nochmal ein. Ach ja, Rum. Muss ich wohl von Rum auf Grog wechseln. Schade drum, echt schade. Dann hier diese Schattenwaffen brauche ich auch definitiv nicht. Und ja, hier so die ganzen Gebrauchsgegenstände. Ich brauche keine Gabeln, ich brauche keine Krüge, ich brauche keine Löffel, Messer, Pfeife, Besen, Töpfe. Spiele haben wir schon eher. So. Was kannst du mir beibringen? Kannst du mir etwas? Krämer lernen. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Dir würde es sogar gelingen, einem Kaufmann deine eigenen Waren zu verkaufen. Händler gewähren dir einen Rabatt von 5% pro Stufe. Oh. Das ist super. Dafür bin ich nicht gut genug. Ah, meine List ist nicht hoch genug, verdammt. Naja, schade drum. Schade drum. So. Denkst du, ich sehe dich nicht? Ja. Bin ja schon raus. So, jetzt kann ich mich doch hoffentlich hier hochschleichen. Ohne, dass er das merkt. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Oh, oh, da ist auch jemand. Sollten wir uns hier etwas schnell umsehen. Oh ja. Stimmt, hier oben ist ja auch die Rumbrennerei. Von daher schön aufpassen. Ah, nicht verschlossen. Großer Fehler. Fackelschrot, zarte Muscheln, Zucker und Schockwelle. Dieser Runenstein erschafft eine Schockwelle, die alle Gegner um dich herum trifft und ihnen Schaden zufügt. Cool. Questerfolg, die zarten Muscheln? Moment mal, ist das so ein legendärer Gegenstand? Wo ist das nochmal? Sammlung? Nee. Die zarten Muscheln? Was zum... Irgendwer will die wahrscheinlich haben. Muscheln schlürfen war noch nie mein Ding. Irgendeiner wird schon mögen. Achso, okay. Müssen wir also erst die Person finden, die das Zeug haben will. Angefaultes Tagebuch. 16 Tage sitze ich in Spencers Spelunke fest und suche den Kerl, der mir mein Glasauge geklaut hat. Neulich Nacht hat er mich genau beobachtet und hat irgendwas von einer Höhle voller Spinnen auf Kila gefaselt. Ah. So ein Mist. Ohne das Auge kann ich nicht vernünftig zielen. Hm. Eine Höhle voller Spinnen also. Das Glasauge. Okay, um die Quest kümmern wir uns auch noch, aber später erst. Erstmal sind wir auf dieser Insel unterwegs. Ich glaube hier... Oh Gott, ist die schwer krass verschlossen. Der Pirat hier schert sich auch nicht sonderlich darum, was ich hier so treibe scheinbar. Ist ja gut. Ich hau schon ab. Mach, dass du wegkommst. Okay, Entschuldigung. Bin schon weg. Also doch, den stört es schon ziemlich. Schade drum. Und du bist auch nur ein Pirat. Okay, ihr passt anscheinend hier oben auf, den ganzen Kram auf, was ich nur verstehen kann. Ist ja auch wertvoller Kram. Was erhöhe ich denn, wenn ich List erhöhe? Pistole, Armbrüste, Dolche. Ist eigentlich eine schöne Sache. Und dieses Krämerzeug lernen klingt für mich ziemlich gut. 5% Rabatt, schicke Sache, ne? Gerade bei teuren Gegenständen wird sich das ziemlich lohnen. So, aber hier hinten hockt auch noch einer alleine rum. Schauen wir doch mal. Ich bewege mich kein Stück. Na super, mach das. Mach weiter das, was du nicht tust. Nämlich nichts. Mach's ruhig weiter. Gut, dann suchen wir mal eben noch das Paket Klamotten. Dieses Bündel. Bin gespannt, ob das ein bisschen bessere Rüstung wie für mich wäre. So, bisschen Proviant. Aber hier im ersten Stock, ich habe doch damals gut geguckt. Ich habe damals kein Paket Klamotten gefunden. Oh. Ne, Gabel, Krug. Dann ist es wohl doch oben im Stockwerk zu finden. Das muss ich wohl übersehen haben. Halt.
Die Blutwurzel entgeht mir nicht. Meinem absolut klaren Auge. Ah, die kriege ich auf. Sehr schön. Was finden wir denn? Okay, wartet mal. Nein, dann muss die zuerst, dann der und dann der. Alles klar. Easy going. Käse, Grog, Schreibfeder, Steinfaust.